In Teil 7 wollen wir uns mit der Querschnittsoptimierung auseinandersetzen. Wir haben gesehen, dass die Querschnittsnachweise und die Stabilitätsnachweise alle erfüllt sind. Die Ausnutzung hingegen war relativ gering. Wir können nochmal reinschauen. Beispielsweise hier hatten wir maximale Ausnutzungsgrade von 40% und auch bei den Stabilitätsnachweisen sah es ähnlich aus. Wenn wir hier nochmal reinschauen, ja, auch maximal 40%. Natürlich kann der Querschnitt auch einfach vorgegeben sein aufgrund der Geometrie des Anschlusses. Man muss ja hier sich auch noch um den Anschluss Gedanken machen. Und auch dafür sind ja gewisse Abmessungen der Profile einfach notwendig. Trotzdem können wir ja mal hier hineingehen und Querschnittsnachweise Stäbe anklicken. Denn hier hatten wir uns ja für die Nachweismethode 3 Gesamtinteraktion entschieden und an der Stelle hier bei Empfehlung von Querschnitten noch kein Häkchen gesetzt. Ich mache das mal. Jetzt werden nochmal die Querschnittsnachweise gerechnet und wir rufen nochmal die Ergebnisse auf. Dann finden wir in den Ausnutzungsgraden jetzt die Empfehlungen für alle Stäbe. Die tausende Stäbe sind die Stützen. Ja, das sehen wir also hier beispielsweise. Er sagt, ein HIB 120 würde auch reichen statt unseres HIB 160. Allerdings jetzt in Bezug auf die Querschnittsnachweise. Ja, die Stabilitätsnachweise muss man ja auch noch im Hinterkopf haben. Also hier steht auch 120. Dann schauen wir mal in die Riegel rein. Da haben wir zum Beispiel hier IPE 200 als Empfehlung anstelle des 270. Und was die Querträger angeht, das schauen wir mal hier rein. Das war ja bisher ein IPE 220. Und ja, hier steht, würde auch IPE 140 passen. Es ist jetzt natürlich ein iterativer Vorgang. Wir können ja jetzt mal zurück ins Revit gehen und die Querschnitte entsprechend abändern. Ich will mal für die Stützen ein HIB 140 auswählen. Also hier ändern HIB 160 auf HIB 140. Dann die Riegel, wenn ich die mal auswähle. Das waren IPE 270. Ja, sagen wir mal, wir gehen mal auf IPE 220. Und die Querträger. Hoppla, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht aus Versehen die Riegel mitändern. So, also die Querträger machen wir mal auf IPE 160. Ja, dann können wir das Ganze nochmal verschneiden, vernetzen lassen und gehen wieder rüber zu dem SSD und führen hier eine komplette Berechnung durch. Und dann werden wir sehen, ob wir Fehler oder Warnungen bekommen oder ja, wie dann die Ausnutzung aussieht. Es kommt uns natürlich zugute, dass wir jetzt die Imperfektionen mit dem Teddy als Text-Task eingegeben haben. Hätten wir das nicht, müssten wir jetzt wieder ins SOFI Plus hineingehen, können wir uns sparen. Ja, da oben gibt es schon ein paar Warnungen. Ich nehme an, das hing zusammen mit der Konvergenz.
der Iteration in der Theorie zweiten Ordnung. Okay, er ist hat durchgerechnet. Schauen wir mal jetzt hier hinein in die Ergebnisse der Querschnittsnachweise, in die maximalen Ausnutzungsgrade. Ah ja, und da sehen wir eben, wir haben also hier für den Querschnitt 3 IP 220, das sind die Riegel, haben wir jetzt bei den Querschnittsnachweisen eine Ausnutzung, die schon bei fast 84% liegt. Die Stützen als HIB 140 haben wir hier ungefähr 70% und die Querträger 64%. Das ist schon ordentlich. Gut, Seil haben wir nicht geändert. Schauen wir hier mal rein in die Stabilitätsnachweise. Riegel. Zusammenfassung der Ergebnisse. Ja, auch da sind wir jetzt bei 80% Ausnutzung und was die Stützen angeht, gucken wir da auch noch rein. Gut, ja, bei den Stützen könnte man eine noch höhere Ausnutzung erreichen, aber wie gesagt, ich habe noch in Erinnerung oder im Hinterkopf, dass wir ja auch an die Verbindungsgeometrien denken müssen. Gut, also das ist die Vorgehensweise der Querschnittsoptimierung. Dann könnten wir uns noch in einem weiteren Schritt mit den Verbindungen befassen. Das wollen wir dann im nächsten Video tun.